Hallo, ich bin Christian. Freut mich, dass ihr wieder bei mir seid. Heute gibt es was ganz, ganz Leckeres. Es gibt Russenspieße mit einem ganz leckeren Zwiebelsalat. Wie ich das gemacht habe, kommt mit, ich zeig's euch. Auf geht's! Wir brauchen für unsere Russenspieße ein schönes Stück Nacken. Hier, das sind 3 Kilo vom Schwein. Ein richtig schön durchwachsener Nacken. So sollte es sein. Wenn zu wenig Fett drin ist, wird er wieder zu trocken. Wir brauchen 4 Gemüsezwiebeln, eine ganze Knoblauchknolle. Für den Sud brauchen wir 2 Flaschen Mineralwasser mit viel Kohlensäure, eine Flasche guten Pilz. Wir brauchen zum Abschmecken, zum Würzen Pfeffer, Salz, Lorbeerblätter und Wacholderbeeren. Und natürlich einige Behälter, wo wir das Ganze reinpacken, hinterher zum Lagern. Auf geht's! Wir schneiden als erstes unser Fleisch in Würfel, in vor allen Dingen nicht zu kleine Würfel. So 4-5 cm sollten die ruhig sein. Man sieht also schon, es ist schön durchwachsen. So, und das Ganze dann halt nur noch in Würfel. So in etwa. So groß sollten die Stücke sein. Unsere Gemüsezwiebeln. Unsere Zwiebeln nur ganz grob schneiden. Fein braucht es gar nicht sein. Das reicht schon. Nun noch unsere Knoblauchknolle. So, auch hier bei den Knoblauchzehen gar kein großes Theater, nur ganz grob gewürfelt. So reicht das schon. Das war eigentlich schon alles an Schnippelarbeit, welches wir erledigen müssen. Nun kommt das Angenehmste, alles nur noch in den Topf damit. Die Zwiebeln möglichst gleichmäßig verteilen auf beide Töpfe. Hätte natürlich gerne einen Eimer gehabt, aber den hatte ich nicht. Also teilen wir das Ganze auf. Geht aber auch. Ungefähr Hälfte, Hälfte Knoblauch. Dann ungefähr die Hälfte an Wacholderbeeren hier rein. Die andere hier. Das reicht. Hier ein paar Lorbeerblätter rein. Hier ein paar. Wir nehmen einen Esslöffel für die gesamte Menge, also pro einen halben geschroteten Pfeffer, Metzgerpfeffer, ungefähr 2,5 gehäufte Esslöffel Salz, in Summe für beides. Jetzt kommt nur noch unsere Flüssigkeit hinzu, einmal unser Bier. Das ist ein regionales Pilz der Firma der Brauerei Fiege. Ein Pilz, das den Namen auch verträgt. Nichts Süßes. Und jetzt noch unser Mineralwasser. Einmal. Ich glaube, da kann noch ein bisschen was rein. Das Ganze soll bedeckt sein. So,
Das Ganze ein bisschen vermengen. Müsst ihr aufpassen, nicht zu viel, weil sonst treibe ich das ganze Kohlendioxid raus. Das wollen wir nicht. Das Fleisch soll dadurch zart werden. Nur noch Deckel drauf. Anständig verschließen, damit nichts austritt. So. Und das war schon die ganze Vorbereitung. Es ging schnell, es war einfach. Unsere beiden Wälder kommen jetzt für gute drei Tage in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns wieder. Traditionell zu unseren Russenspießen isst man Zwiebeln. Ich habe mich entschieden für einen Zwiebelsalat. Wir brauchen hierzu 500 Gramm Zwiebeln. Wir brauchen Petersilie. Wir brauchen für die Vinaigrette Apfelessig, Olivenöl oder auch normales Öl. Ich nehme gerne Olivenöl. Zum Süßen nehme ich Honig anstatt Zucker. Ich nehme den Klaus Grillpfeffer, einfach nur deshalb, weil ich den richtig geil finde, und Salz. Anstatt dem Pfeffer von Klaus kann man natürlich auch Chiliflocken nehmen. Habe ich aber gerade nicht gefunden, deshalb den Klaus Grillpfeffer. Auf geht's! Als erstes befreien wir unsere Zwiebeln von der Pelle. Ich nehme immer ganz gerne ein Papiertuch drunter, dann versaue ich mein Brett nicht so. Nehmen wir unsere Schüssel. Das Kleinschneiden funktioniert meiner Meinung nach am besten mit so einer Schneidvorrichtung. Denn so fein kriege ich es von Hand nicht hin. Irgendwann muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht die Finger säbelt. Dafür gibt es so ein Ding, das kommt hier oben drauf. Jetzt noch eben unsere Petersilie kleinhacken. Braucht gar nicht so sehr klein sein. Stiele natürlich schon. Ne? Ich finde, Petersilie kann auch nie genug dran sein. Es gibt unheimlich Geschmack. Das reicht schon. Ab damit in die Schüssel. Und zur Seite. Jetzt nur noch unsere Vinaigrette. Ein bisschen Olivenöl. Das reicht. Einen guten Apfelessig. Ein bisschen Salz, dann den guten Pfeffer von Klaus. Das ist eine ganz tolle Mischung. Das reicht. Zum süßen Honig nehme ich lieber als Zucker. Ja, und das Ganze eigentlich nur noch verrühren. Mal schauen, wie sie schmeckt. Ja, ist gut. Hinein damit. Kann ich vermengen. So, dass überall Marinade dran kommt. Das Ganze wird hinterher eh noch etwas flüssiger, weil durch das Salz den Zwiebeln Wasser entzogen wird. So, das ist eigentlich schon alles. Jetzt geht das Ganze für ungefähr eine Stunde in den Kühlschrank zum Durchziehen und dann können wir essen. Kommen wir nun zu unseren Russenspießen. Die sind in dieser Lage mittlerweile 3 Tage. Da haben sie verbracht im Kühlschrank. Bin mal gespannt, wie sie geworden sind. Wir fischen jetzt die einzelnen Stücke raus
und spießen sie auf. Riechen tut's gut. Leute, wenn ihr wüsstet, wie das riecht. Der Hammer. Man merkt richtig, wenn man durchsticht, wie zart das Fleisch ist. Durch diese Marinade aus Bier und Mineralwasser. So sehen jetzt unsere fertigen Spieße aus. So wie sie sind, kommen sie auf den Grill. Die Spieße kommen nun auf den Grill. Mein Gott, ich fliege weg hier. Ist das ein Wind? Der Wahnsinn. So, und hier werden sie jetzt von jeder Seite, ich würde sagen, so 3 bis 4 Minuten, 5 Minuten schön scharf angegrillt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bin mal gespannt, ob diese Vorrichtung mit den 4 Spießen von Napoleon was taugt. Die sollen wir ja nur hin und her schieben können. Und dann funktioniert es. Denke ich. Schauen wir mal. Ich mache den Deckel noch zu, da bleibt mehr Wärme drin. Mal schauen, wie sie von unten aussehen. Also die Idee ist ja gar nicht mal schlecht, aber gut geplant, beschissen gelaufen. Man sollte normalerweise hier hin und her schieben können und dann dreht sie das. Das tut es auch, aber das Fleisch dreht sich nicht mit. Also ergo kann ich eigentlich auch die Drehspieße direkt auf den Rost legen. Ich glaube, das tue ich jetzt auch. Also einmal A, geht das relativ schwer. Halte ich für Blödsinn, finde ich nicht gut. Hier auch. Nee, dann lieber direkt auf den Rost. Da habe ich mehr von. Weil das Rost versaue ich eh, so oder so, mit dem Rahmen oder ohne Rahmen. Also das Ding ist nicht der Bringer. Sorry. Auch wenn ich Napoleon gut finde, aber das ist nichts. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Das dauert noch ein bisschen. Ach, zum Thema Spieße. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, Napoleon macht richtig gute Produkte. Ich bin auch sehr begeistert von meinem Grill. Das ist ein richtig geiles Teil, der 485er. Aber das gerade, dieses Feature, dieses Nice to Have, nee Leute, das war es nicht für mich. Wobei die Spieße schon eine relativ hochwertige Qualität machen. Aber diese Verbindung mit dem Schieben und dieses nicht sich schieben lassen wollen auf dem Rahmen. Nein Leute, das gefällt mir nicht. Okay, zurück zum Fleisch. Mal schauen, wie es untenrum aussieht. Nee, das braucht's noch. Und ich bin ja mal gespannt, wie das schmeckt hinterher. Na, was meint ihr? Sehen die gut aus? Ich glaube, die sehen gut aus. Ich komme jetzt runter und dann werden wir anrichten. Wir richten an. Ein bisschen von diesem Zwiebelsalat. Sieht ja gut aus. Dann nehmen wir einen unserer Spieße. Das Fleisch kommt runter. Wenn es hier runter geht, es geht runter. Riechen tut es gut. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wie ist es geworden? Butterzart. Es sieht richtig gut aus. Leute, ist der Hammer. Sieht das gut aus? Ein bisschen mit
Zwiebelsalat. Sehr gut. Ich habe die Russenspieße fertig. Ich habe sie verkostet. Es war richtig, richtig lecker. Das Rezept habe ich von einem unserer russischen Kollegen, die bei uns als Subunternehmer in unserem Werk arbeiten. Es war richtig gut. Er hat mir nicht zu viel versprochen. Das Fleisch war unheimlich zart, obwohl es ein recht preiswertes Fleisch war. Es war ein Nacken. Es war richtig gut. Der Zwiebelsalat passte hervorragend dazu. Nicht zu sauer, nicht zu süß, nicht zu scharf, nicht zu salzig war der Salat. Es war richtig gut. Das Fleisch war sehr, sehr dezent im Geschmack. Hatte eine leichte Knoblauchnote. War nicht zu salzig, war nicht zu pfeffrig. Es war richtig, richtig gut. Ich schreibe euch das Rezept unter die Videobeschreibung. Macht es nach. Ich empfehle es euch. Es war richtig herrlich. Es war eine Erfahrung. Man muss nicht immer High-End-Fleisch haben, was unheimlich hochpreisig ist. Nein, die Kunst liegt darin, mit einfachem Fleisch, und das war einfaches Fleisch, das Kilo hat 3 Euro gekostet, damit so umzugehen, dass man etwas Vernünftiges rausbekommt. Das ist für mich eher die große Kunst, etwas Vernünftiges auf die Beine zu bringen. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich. Feedback bin ich allemal dankbar. Ich bin sowieso erstaunt, wer sich wie viel Mühe gibt, mir zu antworten. Ich habe unheimlich Respekt davor, vor diesen Personen und Leuten, vor diesen Freunden auf YouTube, die sich diese Arbeit machen. Gerade habe ich das Gefühl, ich fliege gerade weg. Ich hoffe, du hörst mich noch. Ihr hört mich noch. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Euer Christian. Glück auf.